Akribis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akribis Bank. Wir schauen mit dem Alessandro Poletti auf die vergangene Börsenwoche und die steht ganz im Zeichen von wichtigen Wirtschaftsdaten. Guten Abend und herzlich willkommen zum Akrevis Invest. Herr Poletti, wie haben die Märkte am Montag auf das Europawahlergebnis vom letzten Wochenende reagiert? Ja, die Europawahlen vom letzten Wochenende die haben am Montag auf die Stimmung an der Börse gedrückt, an den Aktienmärkten. Vor allem der Fakt, dass in Frankreich relativ unerwartet Neuwahlen angekündigt worden sind, hat doch beim einen oder anderen Land in Europa für Verunsicherung gesorgt. So hat zum Beispiel der Leitindex in Frankreich am Montag etwa 1,5% verloren. Auch der Schweizer Leitindex, unser SMI, der hat sich mit runterziehen lassen, auch der hat etwa 1% Boden eingebüßt. In den USA hingegen, dort haben sich die Märkte unbeeindruckt gezeigt, dort haben wir sogar ein leichtes Plus verzeichnen. Wenn wir das Edelmetall Gold anschauen, hat es dort aufgrund von dem grosse Bewegung gegeben? Nein, das hat es nicht. Gold ist diese Woche relativ stabil geblieben. Weder gegen auf oder gegen runter haben wir keine grossen Schwankungen gesehen. Das Gel-Edelmetall bleibt auf einem hohen Niveau in einem Seitwärtstrend bei etwa 2'300 US-Dollar pro Unze. Was ist neben der Europawahl diese Woche im Fokus der Anlegerinnen und Anleger gestanden? Einmal mehr haben sehr viele Anlegerinnen und Anleger in die USA geschaut. Dort haben wir nämlich diese Woche am Mittwoch gerade zwei sehr relevante und bedeutsame Ereignisse respektive Wirtschaftszahlen auf der Agenda gehabt. Zum einen sind die neuesten Preisentwicklungen, also die Inflationszahlen, sind rausgekommen. Und auf der anderen Seite ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED auf der Agenda gestanden. Am Markt hat man nicht mit einer Zinssenkung gerechnet, weil für das zeigt sich einfach die Inflation immer noch zu hartnäckig. Und was ist am Mittwoch rausgekommen, Herr Poletti? Hat es von der Notenbank eine Überraschung gegeben? Nein, diese Woche hat es keine Überraschung gegeben von Seiten der Notenbank. Der Leitzins in den USA der bleibt nach wie vor dort, wo er ist. Neu ist aber die Prognose der Notenbanker bis Ende Jahr. Neu gibt es nämlich nur noch eine Zinssenkung gemäss ihnen bis ans Ende Jahr. Wenn Sie sich erinnern, vielleicht auf Anfangsjahr, dort sind am Markt teilweise bis zu 7 Zinssenkungen im Raum gestanden. Die Aktienmärkte haben sich an dem besagten Mittwoch deutlich positiv entwickelt. Die Technologiebörse Nasdaq hat zum Beispiel fast 1,5% können zulegen. Ist das nur wegen dem Zinsentscheid? Nein, am Mittwoch hat tatsächlich etwas anderes zu dieser Entwicklung geführt. Nämlich die andere Wirtschaftszahl, die ich vorher schon erwähnt habe. Es geht nämlich um die Inflation, also um die Preisentwicklung. Die Preise in den USA die sind nämlich weniger stark gestiegen, wie das so erwartet worden ist. Das hat wieder dazu geführt, dass am Markt doch wieder mehr Zinssenkungen bis Ende Jahr erwartet werden. Und wie Sie vielleicht erahnen, zinssensitive Aktien, wie zum Beispiel von der Technologiebörse, die Sie erwähnt haben, die haben natürlich Rückenwind bekommen. In der Schweiz sind zum Beispiel der Vakuumventilhersteller VAT aus dem Rheintal oder auch die Technologieunternehmung Comet, die mit je etwa 4% im Plus einen guten Tag eingezogen haben am Mittwoch. Sie haben es jetzt schon leicht erwähnt. Hat es innerhalb der Schweizer Aktien diese Woche sonst noch Auffälligkeiten gegeben? Ja, das gibt es. So zum Beispiel der Flughafen Zürich, der diese Woche auf sich aufmerksam gemacht hat. Sie haben diese Woche die neuesten Passagierzahlen zum vergangenen Monat Mai publiziert. Und zwar sehr gute Zahlen. Mit 2,77 Millionen Passagieren haben sie das erste Mal wieder mehr Gäste transportiert in einem Monat seit 2019, also vor der Krise. Sie sehen hier auf der Grafik die Entwicklung der monatlichen Passagierzahlen am Flughafen Zürich im Jahr 2019, also vor der Pandemie. Das ist die hellgraue Linie oben dran. Dann im Jahr 2020, also während der Pandemie, die untere dunkelgraue Linie und das aktuell laufende Jahr in Rot. Man sieht, dass im Mai die rote Linie leicht höher ist mit der Linie von 2019. Wenn wir jetzt noch gegenüber dem 2023, also letztes Jahr, vergleichen, entspricht das einem Plus von etwa 9% in einem Jahr. Ebenfalls sehr spannend ist, dass im Mai auch das erste Mal an einem Tag über 100'000 Passagiere über den Flughafen Zürich gereist sind. Für die Aktien sind das natürlich gute Neuigkeiten gewesen. Die Aktien vom Flughafen Zürich die entwickeln sich langsam aber sicher wieder in die Richtung von 200 Franken pro Aktie. Schauen wir zum Schluss noch für in die Zukunft. Was steht die nächsten Wochen auf dem Zettel der Börsianerinnen und Börsianer? Ja, bei vielen Schweizer Anlegerinnen und Anlegern dürfte die nächste Woche sicherlich die Lagebeurteilung der Nationalbank und auch der Zinsentscheid, der nächste Woche auf der Agenda steht, relativ weit oben auf dem Zettel sein. Bleibt der Zins bei 1,5% oder sehen wir bereits eine weitere Lockerung? Nächsten Donnerstag wissen wir dann da Bescheid. Was man für den Moment aber festhalten kann, ist, dass wir in der Schweiz nach wie vor Preisstabilität haben.
Herr Politti, danke vielmals für Ihre Ausführungen. Ihnen daheim vielen Dank fürs Einschalten. Das nächste Akribis Invest gibt es dann da wieder heute in einer Woche. Ganz ein gutes Wochenende und einen schönen Abend. Akribis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akribis Bank.